Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Blood Omen 1. Legacy of Kain. Wir sind immer noch hier in Willendorf, glaube ich. Und ja, gehen jetzt mal hier halt weiter. Wir müssen noch, wenn mich nicht alles täuscht, in dieses Gebäude da oben rein. Genau, richtig. Ein Pub. Gehen wir doch mal in diesen Pub und schauen uns hier ein wenig um. Gibt's ja auch einen Drink für mich? Wir haben gehört, dass im Norden Unruhen herrschen. Na sowas. Na! Sterbt alle. Kann ich mit dir was machen, Stühlchen? Nö. Ach, da hinten sind auch noch Sachen. Drei Wirte? Welcher Pub der Welt braucht denn bitte schon drei Wirte? Aber okay. Aua, aua. Super. Bleib hier. Hat sich ja mal richtig gelohnt. Nicht. Peitsche ist einfach auch zu schwach. Deswegen habe ich es ja so lange Zeit nicht benutzt. Und es hat ja sogar mal eine Zeit gegeben, wo ich gar keine Peitsche hatte. Ach, wisst ihr was? Ich bleibe jetzt als Vampir. Scheiß drauf. Will jetzt sowieso nur noch in die Glockenstube. Und dann passt das. Ach, Glockenstube, sage ich schon. Ist doch gar keine Glockenstube. Aber egal. Ach so, hier bin ich auch schon. Ja. Perfekt. So, da wollen wir doch mal schauen, ne? Ich gehe ja schon. Damit kann ich euch echt am besten kaputt machen, gell? Ihr seid komisch. Hey, Victus! Hey, Victus! Echt, der zwei Schläge in Folge und Matsche. Aber sonst halt nicht. Okay. Ist auch interessant, wie Kain gleichzeitig lachen und trinken kann, ne? Aber naja, es ist halt Kain, er kann alles. So ziemlich jedenfalls. So, jetzt bin ich gespannt, weil eigentlich sieht es ja aus, als ob wir in den Keller kommen. Sieht auch immer noch danach aus. Aber anscheinend kommen wir hier dann auch irgendwie nach oben. Man muss ja, ne? Okay, hier ist das. Ja. Komm hier doch nicht so angerannt, Junge. Alles wird gut. Oder so. Ich meine nicht unbedingt für dich, aber. Alter. Ja, lustig, kein, ne? Oh, hier sind schon wieder Fässer. Ich möchte jetzt aber nicht zu Schwert wechseln. Ich weiß nur aus meinem Mund, wo ich doch die Keule lange Zeit gar nicht gut gerne benutzt habe. Naja, egal. Wahrscheinlich ist da wieder nur Peitsche drin, ne? Nehme ich mal stark an. Okay, doch nicht. Nein, ich wollte. Nein, ich wollte doch nicht wieder runter. Ich wollte doch. Nein. Alles gut. Alles gut. Alles gut, Kain. Nicht gleich durchdrehen hier. Ich dachte, ich müsste hier einen Schalter betätigen. Da hinten.
Nicht? Moment, das gefällt mir gerade nicht. Ach, das wollte ich doch. Eisenschwert. Ja, ich wollte doch. Einfach. Nein. Du hast mir nichts zum Eisenschwert erklären. Ich wollte doch einfach nur mal eben den Energieblitz wieder auswählen. Vielleicht muss ich den ja hier benutzen. Energieblitz. Und außerdem wollte ich noch mal eben, wenn ich jetzt schon mal hier im Menü bin. Ach, sieht so schön aus. Gegengift. Was macht das nochmal genau? Eine Mischung aus Tod und Aussaugen soll das Schicksal über den Tod meiner Gegner bestimmen. Okay. Ja, ich möchte. Hallo. Ach so, kann ich es wieder wegmachen. Okay. Was ist denn? Azimuts Auge. Ach ja, das haben wir auch noch gar nicht angeguckt, ne? Azimuts drittes Auge war ein Geschenk von der Säule der Dimension. Sie konnte damit in andere Dimensionen blicken. Zeitflussgerät. Merkwürdige Runen sind auf der Metalloberfläche zu sehen. Ich gehe äußerst vorsichtig mit diesem geheimnisvollen Gerät um. Ist auch besser so, kein. Aber ich wollte noch mal was zu einem anderen Zauber auch noch mal wissen. Ah ja, der hier, genau. Wird ein Gegner davon getroffen, so verwest er sofort. Zurück bleibt nur ein bisschen Blut und Gewebe. Das Gift ist noch etwas länger wirksam und deshalb bei Berührung tödlich. Klingt gut. Aber gut, mal gucken. Nee, es geht drüber hier hinweg. Okay, dann ist das so. Was ist das hier? Kann ich irgendwas machen? Anscheinend nicht. Ja, ja. Alles gut, Leute. Wusste ich's doch. Komme ich jetzt raus, bitteschön? Oder war es einfach schon? Bin ich jetzt... Ach, ich glaube, das ist jetzt der andere Weg. So kann ich jetzt auch wieder zurück und komme dann bei dem anderen Turmdingens raus. Kann das sein? Ja, das kann sogar sehr gut sein. Also zwei Wege führen zum Erfolg. Das ist doch schon mal gut zu wissen. So, erstmal die Gegend säubern. Ich wusste, dass du da bist. Ja. Gut. Stühlchen verrücken, nichts dahinter. Dachte ich mir gleich. Was ist hier? Auch nichts. War ja zu erwarten. So, dann nochmal eben ganz schnell Schwert, Fässer zerschlagen und dann geht's weiter. Bitte keine Peitsche. Was habe ich gesagt? Warum geben die einem so viel Peitsche? Wo hätte man so viel Peitsche benutzen sollen? Ja, ich wechsle ja schon wieder. Ist ja okay. Weil die hier sind zum Beispiel ja auch nicht wirklich,
Peitsche empfindlich, sag ich mal. Die reagieren darauf ja kaum, wenn ich das hier anwende. Hey, Victor! Ah! Du kannst ja nicht mal zielen! Echte, lern mal treffen, Junge. König Ottmar hat eine schlechte Armee, Leute. Echt, ey. So, jetzt müsste ich doch genau hier rauskommen. Alles klar. Gut. Da, 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 da. Ach, da geht's lang. Ich lauf gerade völlig falsch. Egal. Ja, die Tür ist offen. Voila. Oh, ich sehe gerade, hier sind... Ach nee, doch nicht. Ich dachte schon, es werden Steine zum Verschieben. Alles gut. Hab nichts gesagt. Jawohl, jetzt komme ich zu König Ottmar. Och, Leute. War klar, dass hier zwei Palastwachen stehen. Aber naja. Es hat nichts geholfen. König, ich komme zu euch. Nach langer Zeit bin ich endlich wieder daheim. Na, was heißt daheim? Daheim bin ich ja nur in Kurhagen, aber... Naja. Bin trotzdem hierher auch mal zurückgekehrt. Passt schon. Jawohl. Der Hofkönig Ottmars, Schatten meines früheren Lebens, stolz und selbstsüchtig, umgeben von herrschaftlicher Pracht, in ihrer Ignoranz sicher. Als ich unter ihnen weilte, musste ich lächeln beim Gedanken an das ihnen von den Legionen der Nemesis bevorstehende Gemetzel, die Flammen, das unvermeidliche Schänden und Plündern. Aus dem Weg, Bauer! Der Geruch des Feldes liegt wie eine Wolke über dir. Der König empfängt niemanden. Er trauert um die Prinzessin. Bald wird er um sein Königreich trauern. Erst wird er allerdings um dich trauern, wenn du mir nicht aus dem Weg gehst. Und so habe ich mir bei Ottmar Gehör verschafft. Die aus dem Norden einfallenden Armeen kümmerten ihn nicht. Er bewegte nur das Schicksal seiner Tochter. Ein Geburtstagsgeschenk. Anlässlich ihres Geburtstags rief ich einen Wettbewerb aus. Derjenige, der die schönste Puppe des ganzen Reiches schuf, sollte von mir einen Gefallen erbitten können. Hunderte von Puppen wurden gebracht, aber der Gewinner war leicht zu bestimmen. Elsevier, der Puppenmacher. Er schuf eine Puppe von außergewöhnlicher Schönheit. Das Einzige, was er dafür verlangte, war eine Locke der Prinzessin. Kurze Zeit später vollzog sich mit ihr eine seltsame Wandlung. Sie wurde zu einer leblosen Puppe. Wer der Prinzessin ihr altes Ich zurückgeben kann, soll mit meinem Königreich belohnt werden. Und so machte ich mich auf die Suche nach dem Puppenmacher. Oh yeah. Meine Tochter, ich fürchte, ich werde nie wieder ihr glockenhelles Lachen hören. Ottmar saß gebeugt auf seinem Thron wie eine Marionette, sein Bart von Tränen des Selbstmitleids getränkt. An meinem Hof wäre er schon längst von einem mächtigeren Herrscher gestürzt worden. In Willendorf jedoch verehrte das Volk ihn sogar in seiner Schwäche. Ich frage mich, was Willendorf täte, würde Ottmar endlich sterben. Soll das eine Aufforderung sein, Kain? Wow! Yeah, ich habe zwei gleichzeitig ausgesaut. Juhu! Ich habe einfach mal ausprobiert. Nur zweimal hintereinander die Aussaugetaste gedrückt und es hat geholfen. Babe,
Nektar! Nur diesmal nicht. Ist hier nicht irgendwie eine Tür oder so? Nö. Aber hier irgendwo. Nochmal wachen? Nö, erstmal nicht, okay. Am Hofe ging das Gerücht, die Armee der letzten Hoffnung, Willendorfs stolzes Militär, sei für einen Kampf gegen die einfallenden Legionen der Nemesis nicht bereit. Sie waren damit beschäftigt, den Norden des Landes auf der Suche nach dem Puppenmacher und Ottmars Tochter zu durchkämmen. Außerdem erfuhr ich von einem Tunnel, der mich schnell von Willendorf in das fragliche Gebiet führen würde. Das klingt doch gut. So, und jetzt sterbt ihr auch endlich. Lasst mich doch einfach in Frieden. Ich will doch nur helfen. Genau, hier ist diese Tür, die ich gesucht habe. Gut. Dann mal los. Ein Speicherpunkt, das trifft sich doch gut. Wow. Noch jemand? Anscheinend erst einmal nicht. Dann zerstöre ich mal eben noch die Fässer. Wahrscheinlich ist eh nur wieder Peitsche drin, wie man das ja so weiß und kennt. Aber was soll's. Nachgucken schadet ja nicht. Dann werde ich speichern und dann werde ich einen Cut machen. Und dann mal schauen. Ja, Schlag ins Leere. Peitsche. Peitsche. Blut. Brauche ich nicht. Peitsche. Ah, okay. Wie enttäuschend. Warum kann man nicht endlos von den Zaubern sammeln? Hätte ich keine Probleme. Naja, was soll's. Man kann nicht alles haben im Leben. Dann speichern wir mal. Und im nächsten Part werden wir uns dann schon aufmachen zu Elsevier, dem Puppenmacher, um die Seele der Prinzessin wieder zu beschaffen. Und ich muss ja auch sagen, ich fand es wieder mal herrlich, gerade von Kai, ne? Wie er in der Cutscene da so war. Ja, bald wird er um sein Königreich trauern. Aber zuerst wird er um dich trauern, wenn du mir nicht auf der Stelle aus dem Weg gehst. Das ist Kai, wie er lebt und lebt. Einfach nur herrlich. Nun gut, Leute, aber ich werde dann mal hier einen Cut machen, wie gesagt. Und wir sehen uns dann im nächsten Part hier wieder. Bis dahin, ciao, ciao.